Die digitale Woche 2020 unter Corona-Bedingungen. Wir hatten Option A, Absage. Option B ist dann die Möglichkeit, digital das Ganze stattfinden zu lassen. Wir haben uns für Option B entschieden. Darum steht die digitale Woche auch unter dem Motto, jetzt erst recht. Moin miteinander. Corona hat dafür gesorgt, dass wirklich Innovationen nochmal vorangetrieben worden sind, dass dann noch mehr Fahrt, noch mehr Druck auf den Kessel gebracht wurde, um digitale Prozesse durchzusetzen. Und auch eine Fehlertoleranz einfach da war, weil alle wussten, jetzt müssen wir irgendwie alle, wenn was schief geht, ist die Toleranz auch da und es wird nicht gleich der Kopf abgerissen und das hat es ganz sicher erleichtert. Es gibt eben auch nach der Corona-Krise sehr viel Bereitschaft, sich mit diesem Thema auch neu auseinanderzusetzen, weil man in Zeiten sozialer Isolierung gemerkt hat, puh, ich möchte trotzdem mit meiner Familie in Verbindung bleiben und es gibt ja auch viel weggezogen aus dem Dorf, sodass eben das wieder Brücken baut. Im Handwerk sieht es mit der Digitalisierung aus, wie eigentlich auch in der Gesellschaft. Es gibt die, die noch in den Kinderschuhen stecken, die gerade anfangen, sich ein bisschen Hardware zuzulegen und zu überlegen, was sie überhaupt alles brauchen. Und andere sind schon sehr, sehr weit, setzen beispielsweise als Dachdecker schon Drohnen ein, kümmern sich um Fragen der künstlichen Intelligenz, haben ihre Prozesse weitestgehend schon digitalisiert, auch die Mitarbeiter entsprechend geschult. Und an diesen Besten wollen wir uns alle insgesamt als Handwerk orientieren. Hier ist alles eigentlich digital, ob das die Kundenanforderungen sind, die juristischen Anforderungen oder auch wenn man sich sein Spickzettel macht. Alles kann man digital machen und das war natürlich insofern auch gut jetzt in dieser Zeit, dass wir sehr viele Leute auch ins Homeoffice schicken konnten oder Leute sind ins Homeoffice gegangen, sodass sie eigentlich dort zu Hause weiterarbeiten konnten wie bisher. Ein digitales Dorf ist letztlich eine Dorfgemeinschaft, die sich auf den Weg macht, die Chancen der Digitalisierung für sich zu nutzen, um halt das, was bisher an analogen Hilfs- und Informationsangeboten im Dorf schon da war, zu ergänzen mit digitalen Diensten. Und dafür gibt es halt eine Dorfplattform. Daher kommt auch der Begriff digitale Dörfer. Die besteht halt aus einer Website und einer App, die es ermöglicht, halt Neuigkeiten, Veranstaltungen direkt aufs Smartphone zu bekommen. Und beides zusammen bringt halt das Dorf ziemlich voran. Das Internet bietet auf dem Dorf, glaube ich, auch Chancen, irgendwie Dinge, die sonst nur vor Ort erzählt worden sind, auch mal online zu erzählen. Sei es auf Instagram, auf einem Blog, auf einer eigenen Webseite, aber das Ganze nochmal ein bisschen zu verlängern, um vielleicht auch mal jüngere Leute zu erreichen und denen dort auch oder die dort nochmal abzuholen. Gerade jetzt in der Zeit, in der ich gerade meine Lasermedizin, die ich schon viel in Berlin und Karlsruhe gemacht habe, hier auch mit in Ostfriesland etabliert habe, habe ich natürlich viele auch Behandlungsvideos wirklich mit echten Patienten transparent, so wie die das auch dann nachher zugelassen haben und auch unterstützt haben, auf Instagram gepostet und viele Erklärungen dazu geleistet. Und es war jedes Mal das Feedback hier auch aus der Region, Mensch, sowas geht, wir wussten gar nicht, dass es das hier auch bei uns gibt, wo ich jedes Mal dachte, ja, das ist Ostfriesland und in Ostfriesland geht so einiges. Der Hackathon ist immer wieder eine Möglichkeit, sich in verschiedenen Aufgaben in der Programmierung zu messen. Jedes Jahr versuchen wir, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Schwerpunkte zu finden, sodass man ganz unterschiedliche Herausforderungen hat und das macht einfach riesig viel Spaß. Den Hackathon machen wir vor allen Dingen auch, um Talente zu fördern, bei den Schülern natürlich auch, um Talente zu finden. Bei den Professionals ist das was anderes, das ist eher ein sportlicher Wettbewerb, wenn man so will. Und da geht es auch um Vernetzung, um Kennenlernen, die IT-Szene untereinander aufbauen. Alles das, wofür das Software-Netzwerk ja auch im Allgemeinen steht. So wie wir die digitale Woche auch analog kennen, war sie auch digital. Und ich freue mich, wenn wir im kommenden Jahr die digitale Woche dann vielleicht als Hybridveranstaltung veranstalten.